Berliner Ost-West-Derby im Sportforum Hohenschönhausen. Der BFC gegen Viktoria oder die beste Abwehr der Liga gegen die zweitbeste. Das Team von Dirk Kunert seit sage und schreibe 9 Spielen ohne Niederlage. Viktorias Falcao zuletzt gegen Lok Leipzig mit einem Dreierpack. Dem BFC winkte die Tabellenführung und die Weinroten begannen druckvoll. 10. Minute. Der starke Breitfeld auf Dadaschow, der Top-Torjäger der Liga, ist da zum ersten Mal in Position gelaufen. Rufat Dadaschow. Was macht die beste Abwehr der Liga, der BFC? Wir sind in der 25. Minute. Tuglo mit diesem Pass. Da ist Hebisch und es steht 1:0. Unglaublicher Treffer der BFC im kollektiven Defensiv-Tiefschlaf. Bethke muss hinaus, er schießt Hebisch an und der hat ein leichtes Spiel, muss nur noch ins leere Tor schieben. Aber so darf der Treffer natürlich nie und nimmer fallen. Ein einziger Pass aus der gegnerischen Hälfte hebelt die gesamte BFC-Abwehr aus. Und Nicolas Hebisch, der Routinier, mit seinem 2. Saisontor vor einer Woche gegen Lok. Das erste Bethke im Tor, der Dynamos natürlich völlig bedient. Aber der BFC mit wütenden Antworten. Nur 2 Minuten nach dem 0:1 Stockinger mit dieser großen Möglichkeit zum Ausgleich. Die 32. Minute, der BFC, die deutlich bessere Mannschaft. Wieder Breitfeld, der sieht Dadaschow, 1:1, da ist er, die Tormaschine. Rufat Dadaschow, 10+2, das 12. Saisontor im 12. Spiel für Rufat Dadaschow. Da sagt er zum Kollegen Suljic, geh mal aus dem Weg, das mache ich selber. Und drin ist der Kinzig im Tor, der Viktoria ohne Abwehrmöglichkeit. Auch die Vorarbeit von Breitfeld, Zentimeter genau. Und Rufat Dadaschow, der ja als BFC-Spieler 2018 schon Torschützenkönig war, mit Saisontor Nummer 12. Ende der ersten Halbzeit. Viktoria im Glück nach dieser Aktion hier von Eke gegen Stockinger. Hätte es durchaus Elfmeter geben können. Natürlich schwer zu sehen, diese Situation im strömenden Regen von Berlin-Hohenschönhausen. Die erste Halbzeit war ansehnlich. Die zweite wurde spektakulär. Dadaschow, 4 Minuten nach Wiederanpfiff. Felix Meyer hat das vorbereitet. Dadaschow, Aluminium, es sollte nicht das letzte Mal sein. Der folgende Abstoß, Kinzig, weit in die gegnerische Hälfte. Günay war eingewechselt worden mit dem Pass und da steht's 2:1, Viktoria. Die erneute Führung der Gäste aus dem Nichts. Julien Damelang, erstes Saisontor und wieder die BFC-Defensive mit einem Pass ausgehebelt. Der Ball genau in die Schnittstelle zwischen Eder und Meier und Damelang sagt Dankeschön. Schiebt den Ball hier schön vorbei. Bethke wieder ohne Abwehrmöglichkeit. Gnadenlos effizient. Diese Viktoria, 2. Torschuss, 2. Tor, die erneute Führung. Nur 5 Minuten später. Balleroberung und Zweikampfgewinn von Batscha auf Höhe der Mittellinie. Batscha mit dem Auge für Falcao, der Dreierpacker vom letzten Spieltag mit dem 3:1. Unglaublich, wie sich der BFC, es sei noch mal gesagt, die beste Abwehr der Liga hier zum 3. Mal aushebeln ließ. Eder und Alazave stehen da wieder nicht gut. Falcao mit einer Körpertäuschung. Bethke wieder ohne Abwehrmöglichkeit. 3:1 die Führung für die Gäste aus Berlin-Lichterfelde. Lukas Falcao, Saisontor Nummer 7 für den Italo-Brasilianer. Aber auch diesmal der BFC mit einer beeindruckenden Reaktion. 56. Minute. Rufat Dadaschow, wieder der Pfosten. Dadaschow hier ganz dicht dran an Saisontor Nummer 13. Kinzig erst mit Können und dann ein bisschen mit dem Glück im Bunde. Wiederum nur 2 Minuten später. Der überragende Felix Meyer auf der linken Seite, nicht vom Ball zu trennen.
Meier, immer noch Meier, Suljic auf der Linie geklärt, aber da ist Stockinger, 2:3, der Anschlusstreffer. Tobias Stockinger mit einem unglaublichen Lauf, 5 Tore in den letzten 6 Spielen für den Neuzugang aus Bayreuth. Die Hälfte des Tores gehört wieder mal Felix Meier, der das gut vorbereitet. Der Schuss von Suljic noch geklärt auf der Linie vom eingewechselten Fong. Aber dann ist Stockinger da. Wie schon gegen die Hertha trifft er aus Nahdistanz. Der BFC ist wieder dran und Stockinger bekommt von Tuglo noch einen mit. Die 69. Minute, eine der vielen Ecken des BFC. Siebeck! Und der Ball ist wieder am Pfosten. Das Aluminium rettet Siebeck. Der Mann aus dem Mittelfeld mit dem Kopfball, Rea kommt nicht mehr heran und Kinzig erneut im Glück. 76. Minute, Dauerdruck des BFC Dynamo. Da ist zunächst Joey Breitfeld. Kinzig kann parieren, aber Susek, den hat niemand auf dem Zettel. Und er macht das 3:3. Das Sportforum wird zum Tollhaus. Patrick Susek, kurz vorher eingewechselt mit seinem ersten Saisontor. Und die Viktoria-Defensive sah wieder nicht gut aus. Susek steht da komplett blank. Aus genau 16 Metern zieht er ab. Dadaschow nimmt dem Torhüter noch die Sicht, steht aber wohl gleiche Höhe. Und deswegen der Treffer korrekt für Kinzig im Tor, der den Ball spät sieht. Gibt's da nichts zu halten. Der BFC hat zum zweiten Mal den Vorsprung egalisieren können. 3:3 und das war es lange noch nicht. 80. Minute. Achten Sie auf Dirk Kunert, den Trainer des BFC. Ball gegen die Bande. Das gibt gelb. Ball nochmal gegen die Bande. Das gibt nochmal gelb. Macht gelb-rot gegen den BFC-Trainer. 10 Minuten vor dem Ende. Dirk Kunert, der erfahrene Fußballlehrer, hat seine Emotionen hier in dieser Situation nicht im Griff. Folgerichtig also gelb-rot und ein Spielsperre für den Trainer der Dynamos. Aber auch ohne ihren Chefcoach an der Seitenlinie der BFC nach wie vor drückend überlegen. 84. Minute, da, Schoff und nicht das 4:3. Riesenmöglichkeit. Didis, der eingewechselt worden war, passt den Ball auf Dadaschow und Batscha, dem springt die Kugel zunächst zwischen die Beine, dann kann er klären. Die 4. Minute der Nachspielzeit, Siebeck per Kopf nach der 13. und letzten Ecke nochmal ganz knapp vorbei und das war's. Der BFC Dynamo und Viktoria trennen sich in einem spektakulären Spiel 3:3. Oh. Bitter, finde ich, also extrem bitter. Wir kommen nochmal richtig gut zurück und haben richtig viele Chancen auch im Spiel. Also wir können das Spiel eigentlich nochmal komplett drehen. Dann schießt zweimal gegen den Pfosten und dann noch einmal auf der Linie wird geklärt. Ja, das sind für mich verlorene 2 Punkte. Ja, viele enttäuschte Gesichter. Ich glaube, man muss es aber so ein bisschen einordnen können, dass man danach sehr gefrustet ist, wenn man zu Hause spielt, 3:3 spielt. Klar. Etwas gefrustet auf jeden Fall, vor allem wenn man gesehen hat, wie es hinten raus ausgegangen ist. Ja, darf mir nicht passieren, muss ich ehrlich sagen. Passiert leider mal, ja, dass man eben halt außer Emotionen handelt. Aber ich war einfach auch, muss ich sagen, mit der Schiedsrichterleistung einfach nicht zufrieden. Im Großen und Ganzen ja, einverstanden. Was halt ärgert ist, wenn man 3 Tore auswärts schießt, dann nimmt man gerne 3 Punkte mit. Aber wir nehmen jetzt den 1 Punkt mit und sind erstmal glücklich drüber. Ein 6-Tore-Spektakel im Sportforum Hohenschönhausen. Und obwohl der BFC zweimal überragend zurückgekommen ist, eher enttäuschte Gesichter, obwohl sich die Spieler am Ende von den Fans feiern lassen konnten.